warum die eine Wahrnehmungsfunktion wie beim Hin- und Herspringen, beim Erblicken eines Kubus hier die schwarzen Geflechte zu entweder mit weißen Bändern wenigstens an der Unter- oder Oberseite drei Viertel der Breite überlegt, mal in die eine Tangentiale, mal in die andere Tangentiale. Oder aber ein Bild erzeugt, als ob die vermeintlich unterkreuzenden Bänder dann weiß wären und die oben liegenden schwarz. Der Wahrnehmungsvorstellung also hin und her springen zwischen schwarz, überlagert von weißen Kontrastbändern oder unterflochtenen weißen Hinterlagerungsbändern, hat seinen ebenfalls sicherlich wichtigen Erfahrungsschatz eben aus der Erfahrung, wie das Wahrnehmungsbild sofort in etwas integriert oder angepasst wird, was der herkömmlichen Notwendigkeit entspringt. Hier ist das nicht so, weil es keine Lichtreflexion, keine starken Kontrastgrenzen gibt. Hier verändern sich nur ein wenig die Abstände, biegen sich die Bänder ein wenig. Aber bei diesem starken Lichtkontrast ist das anders, changiert das zwischen Hell-Dunkel-Grenzen, Kontrastgrenzen. Bei allzu langem Stieren dreht sich das sogar um. Die hellen Durchbrüche wären dunkel und die schwarzen Bänder werden lichten weiß.